Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Projekt auf diesem Kanal zu Goblin Stone. Ja, das Spiel habe ich mal, als ich die Demo-Dienstage noch gemacht habe, mal angetestet und das hat mir damals so sehr gefallen von der Story, vom Gameplay her, dass ich das auf jeden Fall Let's Playen wollte und es ist jetzt seit kurzem raus. Also ich nehme es gerade am selbigen Tag auf, wo es rauskam, am 13.03. Und ich bin da auf jeden Fall schon gespannt, was auf mich zukommt. Meine beiden Begleiter sitzen auf meinen Schultern. Die freuen sich auch schon, hier die Goblins kennenzulernen. Hoffen wir, dass mal Goblin Slayer nicht vorbeikommt. ja, worum es bei Goblin Stone geht, werdet ihr gleich erfahren. Das war so ein Deckbilder-Roguelite-Game, so gesehen. Wir sind arme kleine Goblins, die versuchen sich durchzukämpfen und ja, wie gesagt, das seht ihr alles gleich. Das Spiel hat auch einen Erzähler im Hintergrund. Ich hatte überlegt, ob ich mich für dieses Projekt eventuell aus dem Bild packe, weil da durchgehend einer am Labern ist und so gesehen eigentlich Dauersequenz ist. Aber habe mich dann dagegen entschieden. Auf jeden Fall, ne? Ich würde sagen, wir legen jetzt los. And so the story begins. Dungeons. A most familiar setting for the earnest adventurer. Dark and musty halls, teeming with foul creatures, forgotten treasures, and copious amounts of experience points. Entombed in this particular cavernous hallway is an artifact of profound significance. A gemstone like no other. In pursuit of this artifact, three stoic adventurers delve into the darkness, eager to plumb its depths, unwitting to what lies in wait. Okay, ich lerne hier ist die Basics. Im Übrigen, wir sind auf der Seite der Goblins, nicht auf der Seite der Menschen in diesem Game. Die Menschen sind sogar sehr die Bösen in diesem Spiel. A und D zum Bewegen. Okay, Maus brauche ich gerade nicht so wirklich. Mit der Taste kletter ich. Ich habe mal eben kurz rausgetappt, um das Spiel leiser zu machen. Wenn ich raustappe, dann ist das Spiel immer stumm. Ah, the common goblin. Widely regarded as a hideous and feeble minion. Eager to avert the creature of its experience points, they assault it. Ach, der arme kleine Goblin. Da kriegt ihr das ja jetzt gerade erklärt. Da steht, oben steht immer, wer in welcher Reihenfolge angreift. Und wenn der es in die Mitte erreicht, dann können sie angreifen. Beispielsweise jetzt hier beim Halfling. Und ich kann jetzt entweder den Plugi-Streak machen oder das hier. Es kostet mich aber drei Steinchen. Das lernen wir ja alles noch. Und dann muss ich so tatsächlich zielen. Danach ist er wieder als letztes dran und das geht dann immer so weiter. Wollen wir den Arm doch auch mal angreifen lassen. Okay. Der arme kleine Goblin. A loot bag. Und jetzt wird gelootet. For dispatching the squalid creature. Ja, ich kann nicht unendlich Zeug mitnehmen. Also klar, ich nehme jetzt den Junk mit. Meager spoils. Perhaps the next deal will be a bit more substantial. Im Übrigen, nächste Woche wird es eine Goblin Stone Woche geben.
Kann ich euch jetzt schon voraussagen. Und danach folgend wird es auch noch mal eine Spezialwoche geben. Aber nicht zu Goblin Stone, sondern zu einem anderen Spiel, was noch dazu kommt. Nein! That ill fortune has beset these hapless few. Their companion lies crushed beneath the rubble. Nein! Und ich schlachte sie dann auch noch. So. In Stein werfen, dann kann ich auch die hinteren angreifen. Deswegen konnte ich das gerade eben auch nicht machen. Das kostet mich dann 3 Züge, das kostet mich dann nur 2. Ich mach mal das, weil ich dann auch stunnen kann. Da habe ich schon mal einen weniger, der angreift. Zack. Dich blitze ich. Die geben mir Backpfeife. Und weg. Das war der eine Goblin, der getrauert hat. Das ist der zweite Goblin, der trauert. Hart, aber Realität. Ich attackiere sie, während sie trauern. Fühlt man sich direkt kacke. Bong. Der eine Goblin. Zum Glück kann man dasselbe Zeug stacken. One must slay great quantities of goblin for a decent recompense. Oh, sie haben eine Kiste gefunden. They chance upon greedy little burglars. Der Halfling guckt sogar wie ein Fiesling. Being plundered in front of their very eyes. Quickly, they interrupt and lay claim to the treasure. Och, die beiden da. So, den machen wir direkt fertig. Ihn drin schon mal gestint. Aua. So, und angreifen, bevor er angreifen kann. Noch Becken. Sind meine vielleicht schneller dran. So verhindert man, dass sie angreifen. Lauf, kleine Goblins. The goblins soon realize they have no chance at survival. In desperation, they hurl their loot at the assailants. Wie gesagt, in dem Spiel sind die Goblins die guten und die Menschen sind richtig fies. Without tally, the goblins withdraw into the sanctuary of darkness. So traurig. How strange. These creatures were fully expected to die. Perhaps their journey will be worth following. So, und jetzt spielen wir endlich die Goblins. Kann man zurückgehen? Turning for the treasure would result in certain death. Nee. Two little goblins. One despondent. One morose. And both with the shivers. Nee, wir müssen weg.
spider, the occasional snack. Ach, im Übrigen, die haben alles Namen, die kann man auch umbenennen, wenn man will. Gestunt. Backpfeife. Oh, war ein Crit. Nein. Im Übrigen, wenn hier ein Goblin stirbt, dann bleibt er tot. Das haben wir damals auch in der Demo schon getestet. Hope emerges, as the goblins dispatch the threat. Warum habe ich den Junk noch? Es hatten noch die anderen eingesammelt. Ich komme die Wand hoch. Muss mich nur auf lange genug anstrengen. There, a light, finally. A path out of this abyss. Eines Tages werden wir uns an diesen dreien rächen. A familiar feeling beckons to them. A glint beneath the rubble. Da ist was. Oh. Wir wurden überrascht. Oh nein. Nein. Nicht Mask Spider. Wie Stein. Fries Stein. Prudence and time are potent medicines. Haben wir die Spinne kaputt. Nein, der eine Goblin ist dem Tode da. Das können wir nicht zulassen. They survived the ambush. Oh, richtig viele Goldcoins. Der Goblin Stone. Das, worum es in diesem Spiel geht. As curiosity surpasses reason, they unearth the strange object. It indeed appears to be the artifact the adventurers so fervently coveted. As the stone awakens from its slumber, it radiates a light both beautiful and blinding. Strange spirits emanate from the stone. They swirl and undulate in jubilation. As the awe-struck goblins peer into the brightness, the spirits speak out. They bid the goblins to seek a sacred place deep within the woods, and there rest the stone. Faced with such a spectacle, the goblins muster what they can to break their stupor. They pocket the stone and head for the surface. Na, war eine lange Nacht. Eben kurz noch mal ein bisschen leiser gedreht. Prozent. Das Spiel ist standardmäßig verdammt laut, Leute. Bevor irgendwer fragen will. Coming into the light, they are greeted by spring winds,
and the echo of new leaves stirring in the breeze. The mysterious stone has a toad of her runes within these woods. The goblins have been charged to seek it out and place the stone inside. So, wir haben eine Map. Da können wir nochmal sehen, was so alles passiert ist. Und wir haben Inventar. Und wir haben einen Goblin, den es nicht gut geht. A cozy fire welcomes the wayworn. Heilen. They settle in, weary of the road. Bisschen ausruhen. Ja, und das war soweit das Tutorial. Da wollen wir hin. Ja, wir haben ja nur die beiden, ne? Ich so, find the ancient ruins, rest the stone. Den laufen wir mal. Da sind noch zwei weitere Freunde. Da ist noch ein weiterer Freund. Reunion, as they discover their camp had been further ravaged by adventurers. A goblin lies barely breathing. Their dungeon loot was never treasure, but medicines direly needed for their wounded. With their loot now lost, they wallow in despair. A queer sensation interrupts the morose scene, as the stone artifact acts on its own accord. The group beholds the spectacle, agape with wonder. The languishing goblin is bathed in a warm glow. Its wounds slowly mend as it returns to health. As the light subsides, bewilderment gradually gives way to joy. Yay, ihm geht's wieder gut. Reunited, they now set out for the forest's edge. Ist hier wie eine Gruppe von Vieren. Oh. Eine Waffe. Die beiden können ausgerüstet werden. They chance upon a carcass, concealed by the stench. A small trove of unclaimed meat and giblets. Oh, Essen. Oh, Essen. Scavenged to the bone, leaving nothing to waste. Hätte das Spiel jetzt übrigens noch mal leiser gestellt, ne? Oh, ein Schlüssel. Among the treasure, a lone iron key. What might it unlock? Unsere riesigen Riechkolben. Hier ist so ein abgeschlossenes Symbol. Jump. Die Tür hier wahrscheinlich. The iron key unlocks the gateway. The path forward becomes clear. So, 4 gegen einen Wolf. Gegen 2 Wölfe. Entschuldigung, sind ja Rudeltiere. Wolves, such dreadful beasts. Their filthy maws salivate for goblin flesh. Okay, das kann man nicht in der allerersten Runde nutzen.
Au. Da haben wir ein bisschen gestunt. 65% doppelt, das Target heißt Stun, Freeze or Slow, dann nochmal 70 drauf. Das war effektiv. Und das Bluten ist sehr effektiv. Pink Mount. Oh. Pam. Wiki Wiki. Oder Exterminate. Exterminate! Okay. Dann gibt man ja. Wie viel Gold die dabei hatten. Wenn ich das da auch harvesten? Ja. Kann ich heilen. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Ich will die Folgen zu dem Spiel nicht allzu lang halten. Weil das Spiel soll ja auch ein bisschen länger halten. Ich glaube nicht, dass es so extrem lang ist, das Spiel. Ich hoffe trotz allem, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.